Frieda Gamper wurde am 11. Oktober 1930 am Bethlehemhof Ilfels geboren. Sie hatte 6 Geschwister. Am Hof gab es weder Wasser noch Strom. Wasser tragen und andere harte Arbeiten gehörten zum Alltag. Das Leben der jungen Frieda änderte sich radikal, als sie einen viel älteren Mann heiratete. Wir haben ja einen Mensch geheiratet, der ist ja so viel älter gewesen als wie. Er ist einfach zusammen und die Frau ist ihm gestorben und er hat eine Frau gebraucht, weil das Leben hat nicht weitergehen. Die Kinder sind keine gewesen. Und nur hat ein Mensch gewesen mit dem Ding, der hat ein Vertrauen gehabt. Mit einem Wort Vertrauen gehabt, dass es weitergeht. Weil es ist, er hat ein zartes Leben vor ihm gehabt, man merkt schon. Noch bis er Bauer geworden ist und bis alles gewesen ist, eine eigene Geschichte. Aber noch wieder Vertrauen gehabt, dass es weitergeht. Eine Frau hat er über alles gern gehabt und alles. Und die ist ihm halt gestorben auf der Operation. Und was hat er denn gewählt? Die Leute haben schon einen Ratgeber um überall rum. Was wird so weiter und wer da kann in Frage kommen und so. Dann ist er halt zu Fragen gekommen und kommt der Bruder einmal, ich bin zu einem Metzger um in Dienst gewesen, kommt der Bruder und sagt, du, der ist gekommen zu Fragen, wo du nicht, hat dir ein Vater gefragt, um dir, so hat er gesagt. Mein Bruder. Na, sag ich dem Vater, ja, er weiß nicht, wie ich es so weit habe. Ja, dann ist das also halt so geblieben und der Mensch hat halt weiter gehofft und die haben weiter auch nicht viel gedacht. Ich sage, er ist schon so viel älter gewesen. Aber ich habe da weiter noch nicht viel überlegt. Wie älter, wie Dinge. Gar nicht überlege ich einfach. Da ist mein Platz, da muss ich jetzt weiterhelfen, weil ich helfen muss und fertig muss und will und alles. Und so ist es weitergegangen. Und der Mensch ist noch gekommen und hat mich gefragt, ob ich ihm halt weitermache wieder. Und so ist es gekommen. Die Geheimseine hat nachher geheiratet. Und auf dieser Zeit hat er gesagt, wenn das Jahr rum ist, Trauerjahr, dann hat er geheiratet. Ja. Einfach ein Mensch gewesen ist Vertrauen. Gott vertrauen muss er gehabt und was ist, wir waren das auch weitergegangen. Aber er hat vertraut, dass es halt geht. Und es ist, so ist es gegangen. Ich habe Kraft gehabt. Ja, allem, in allem, er wird helfen überall. Optimistisch und zäh ist sie, die Frieda. Das hält sie auch heute aufrecht. Dankbar sein um jeden Tag. Das ist ihr Prinzip. Franz, ihr Sohn, ist Bauer am Hof. Die Eigenheiten und den Tagesablauf seiner Mutter respektiert er. Sie ist, wie sie ist. Und das ist gut so. Ja.